Und wir sind live. Hallo Freunde, zu einem neuen Video von uns. Wir haben uns überlegt, dass wir heute mit euch über etwas sprechen wollen, nämlich über Weltreisen und ob diese etwas für jeden sind und wie es uns einfach damit geht, dass wir jetzt seit ein paar Jahren immer mal wieder on the road sind und seit 2022 wirklich auf Weltreise. Und wahrscheinlich fragt sich der ein oder andere auch, warum bleibt ihr eigentlich immer auf Bali pappen? Auf jeden Fall haben wir damals schon mit unserem Studium angefangen, während der Studienzeit halt immer ganz viel zu reisen. In unseren Semesterferien sind wir immer in ein Land geflogen und haben dann mehrere Wochen in diesem Land verbracht. Und das war für uns auch die optimale Art und Weise zu reisen, weil man einfach immer viel Zeit hatte. Aber wir hatten natürlich auch keinen Job, nichts zu tun in der Zeit. Wir haben einfach nur studiert und hatten frei und es war unser Urlaub. Und dieser Urlaub ist etwas ganz anderes, als auf eine Weltreise zu gehen, auf der du eine ganz lange Zeit verbringst und eventuell sogar noch einen Job mitnimmst. Weltreisen werden in sozialen Medien immer so als dieses Nonplusultra gehighlightet. Geh auf Weltreise und find dich selbst. Jeder muss eine Weltreise gemacht haben und es ist immer nur schön und man sieht immer nur tolle Landschaften. Wir haben sehr schnell gemerkt, wie körperlich belastend und auch emotional belastend so eine Weltreise ist, schon nach kurzer Zeit. Also wir waren in Sri Lanka, da war ja sowieso starkes Chaos, weil die Regierung gefallen ist. Ja, richtig warm und schwitzig. Aber dann sind wir nach Thailand weiter und nach Malaysia und sind halt von Ort zu Ort zu Ort und haben versucht, innerhalb eines Monats so viel wie möglich für diesem Land mitzunehmen. Und irgendwann sind wir dann in Malaysia gelandet, in unserem dritten Land, und waren richtig Travel Burnout. Wir machen immer noch eine Weltreise, aber was Marc meint, ist einfach dieses super schnelle Reisen. Wirklich von Land zu Land und in jedem Ort vielleicht 2-3 Tage verbringen und dann direkt in den nächsten Ort. Und du hast nie wirklich eine Unterkunft, in der du länger bist. Das heißt, du lebst aus deinem Rucksack und du bist halt wirklich, du musst dir jeden Tag neu organisieren, wo es als nächstes hingeht, und deine Unterkunft buchen, den Transport buchen, was sich manchmal einfach auch nicht so einfach gestaltet. By now we've been at this airport for about 8 hours or something. Und dieses konstant on the go sein, dieses konstant nur alleine oder zu zweit zu sein. Du hast nie wirklich die Kontakte, die du langfristig halten kannst in den einzelnen Ländern, weil du lernst immer wieder neue Leute kennen, aber du hast nie, dass du einfach mal jemanden zum Kaffee treffen kannst, den du vielleicht einfach schon kennst, deine Freunde, deine Familie, du vermisst die Leute, du bist ganz weit weg, die Zeitverschiebung, also es kommt einfach ganz, ganz viel aufeinander. Und wenn du noch einen Job dazu hast, dann ist das, wie Marc das gesagt hat, dann kann das schon mal passieren, dass du nach einer gewissen Zeit einfach die ganzen Eindrücke nicht mehr verarbeiten kannst, das wird alles zu viel und dann kriegst du so eine Art Reiseburnout und du hast einfach gar keinen Bock mehr, irgendwie weiterzureisen. Die meisten davon sind halt digitale Nomaden und die arbeiten nebenbei, also du bist halt konstant beschäftigt und ja, so haben wir das auch empfunden und deswegen bleiben wir auch immer wieder auf Bali pappen. Wir brauchen immer Bali, wir nehmen immer Bali als Ausweg dann im Endeffekt, um mal wieder runterzukommen und erstmal Dinge verarbeiten zu können. Und wir wollen auch euch Content bieten, aber auch genauso haben wir ein eigenes Unternehmen, um das wir uns kümmern müssen. Und wir sind einfach, wir haben Dinge, die erledigt werden müssen. Und wenn wir einfach konstant nur reisen, dann ist es einfach auf Dauer irgendwann zu viel. Demnach freuen wir uns auch sehr, dass wir jetzt auch bald wieder Bali verlassen. Wir haben so quasi unseren Mental Load entlastet, die Eindrücke verarbeitet vom letzten Jahr tatsächlich. Wir sind wieder bereit. Auch unser Unternehmen ist unglaublich gewachsen. Das mussten wir auch erstmal verarbeiten. Wir haben letztens noch eine große Unterschrift getätigt und haben erst jetzt, eine Woche später, realisiert, was wir unterschrieben haben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Vanlife. Es wird einfach super, super viel in der Zeit. Aber wir freuen uns da richtig drauf, euch da mitzunehmen. Wir haben jetzt für uns auch einfach entdeckt, dass was euch und uns vielleicht auch einfach hilft, für die einen oder anderen, die in der gleichen Situation sind wie wir, dass wenn ihr auf einer Weltreise seid, dann nehmt einfach den Tipp an, dass ihr immer mal wieder euch Zeit nehmt zum Runterfahren. Ich bin der Typ von Mensch, der den ganzen Tag im Jacuzzi hängt und in der Hitze brutzelt. Und auch wir, wenn wir den Van haben, dann wird es nicht so sein, dass wir Land nach Land nach Land. Wahrscheinlich sagen, wir bauen den Van aus, sind dann super hyped und dann
bleiben wir erstmal in Polen pappen oder so und bleiben erstmal einen Monat an einem Ort und kompensieren unsere Gedanken, was alles passiert ist mit dem Ausbau. Und man braucht das einfach für sich selber. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt nur einen gewissen Zeitraum habt von einem Jahr und ihr habt keine Verpflichtung und ihr habt eine große Summe angespart, dann ist das was anderes. Aber sobald da Verpflichtungen zukommen, dann nehmt euch Zeit für euch selber, weil im Endeffekt bringt das ganze Reisen ja nichts, wenn man dann keine wirkliche Zeit hat, das Ganze auch wieder zu verarbeiten. Das war so unsere Meinung zum allgemeinen Weltreisethema. Wenn das was für euch ist, so schnell zu reisen, dann ist es natürlich auch in Ordnung. Für uns persönlich ist es einfach nichts. Wir werden weiterhin slowly, slowly reisen und von unterwegs unter unser Unternehmen führen und natürlich Videos für euch machen und die ganzen Sachen sehen. Also wir sind ja wirklich gespannt, was man alles da draußen noch erleben kann und super excited. Aber 2022 haben wir auf eigene Kost erfahren, wie man Travel Burnout sein kann, wenn man gleichzeitig auch noch arbeitet. Und demnach wollten wir das einfach mal so mit euch teilen, diese Geschichte. Vergiss nicht, das Video zu liken, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Abenteuer. Bye bye. Bye, bye.